Für das Lesen der Koran gibt es von Allah subhanahu wa ta'ala viel Hasanat. Gibt es ähnliche Hasanat, auch wenn man die deutsche Übersetzung des Korans liest, mit der Absicht auf Hasanat? Barakallahu fikum, sagallahu khan. Erstmal, es gibt keine deutsche Übersetzung vom Koran. Und es gibt keine französische Übersetzung vom Koran. Es gibt Koran und dieser Koran ist auf Arabisch. Und es gibt eine ungefähre Übersetzung von der ungefähren Bedeutung, von der ungefähren Erklärung des Korans. Das ist Betrug, dass man auf Deutsch sagt, Koran, auf Deutsch. Es gibt kein Koran auf Deutsch, Koran ist auf Arabisch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bilisanin arabiyin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala hat das in einer deutlich arabischen Sprache herabgesandt. Und das ist der Koran. Deshalb, über Koran kann man auch nicht übersetzen. Man kann die ungefähre Bedeutung von der ungefähren Erklärung übersetzen, versuchen zu übersetzen. Leider die meisten Übersetzungen, die auf dem Markt sind, die sind katastrophal. Weil die wortwörtlich übersetzen wollen. Und weil die sozusagen auf diese literarische auch, sage ich jetzt, die betrachten das literarisch. Deshalb, barakallahu fikum, dass man die Übersetzung, die ungefähre Übersetzung liest, da bekommt man inshallah Lohn. Lohn, weil man nach Wissen sucht. Und weil man wissen möchte, was im Koran steht. Aber, dass man zum Beispiel jetzt den Lohn bekommt, jede Buchstabe mit 10 Hasana? Nein. Das ist nur, wenn du den Koran liest. Alif, Lam, Mim, dann Alif, Lam, Mim.